Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 53 von Astroneer. Ja, wie ihr seht, bin ich mit dem Trecker zurück, hatte zwei Anhänger da dran, habe hier so ein bisschen was eingesammelt, aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen. Dolchwurzelsamen, ja, kultivierbar, kann gepflanzt oder erforscht werden, verschwindet wieder, wenn nicht eingepflanzt. Okay, da müssen wir dann gucken, dass wir das zügig vielleicht mitnehmen, wenn wir es brauchen, aber ich weiß gar nicht, ob wir es brauchen. Nächste ist, was machen wir als nächstes, ne? Wir haben jetzt hier schon wunderbar den Brennofen, können da was draus machen. Wir wollten Gemisch haben, aber ich habe schon keine Ahnung mehr, wofür es Gemisch war. Hier liegt auf jeden Fall so ein Forschungsteil, oder es sind ja genug Forschungsteile da, aber da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Also ich sag mal, das würde ich jetzt hier austauschen und was hier auf dem Wagen ist, würde ich dann definitiv ja auch mitnehmen wollen, ne? Also Gemisch nicht mitnehmen, Forschungsproben mitnehmen, weil die bringen uns ja dann auf unserem ja, sogenannten Heimatplaneten. Nee, stopp, das war falsch. Die will ich mitnehmen. Das will ich nicht mitnehmen. Da will ich die Forschungsprobe für mitnehmen. Ja, und dann haben wir hier noch mal einmal die Geschichte. Und ja, da würde ich den für mitnehmen wollen. So, das wäre dann schon mal klar. Ja. Den Wagen würde ich jetzt erstmal so mitnehmen. Beziehungsweise dieses Lager. Wollten wir hier was bauen, ist die Frage. Was gab's? Nee, ich will nicht Astropedia. Ich will das auch nicht sperren, entsperren. Ich will dahin. Große Plattform hat man da. Nee, die wollte man bestimmt nicht bohren. Gemisch, Buggy. Buggy war jetzt nicht so, haben wir den Trecker für. Großer Drucker brauchen wir dreimal Gemisch für. Vielleicht wäre das noch interessant. Ja, das wäre interessant, weil mit dem großen Drucker können wir definitiv dann den Dingens bauen. Ne? Die Unterkunft, glaube ich, die dann gefordert war oder was es auch immer war. Aber wir haben jetzt tatsächlich nicht genug Gemisch dafür geholt, oder? Wir haben nur zwei Gemisch, oder vertue ich mich da jetzt gerade? Ne, auf dem Anhänger war nur eins. Auf dem Anhänger war noch einmal Gemisch. So, jetzt könnte der starten und dann würde der hier was produzieren? Den großen Drucker. Will ich das machen? Ja, ich will das machen. Lass den mal laufen, das ist schon passend so. So, dann würde ich aber zusehen, dass ich jetzt hier mit dem Wagen definitiv mal zurückfliege, um die Probe schon alleine nach, ich komme jetzt nicht drauf, wie der Planet heißt, so, keine Ahnung. Ja. Wir fahren erstmal dahin. Ich glaube, hier rechts mussten wir runter, oder? Ja, ist ja schon beschwerlicher Weg hier lang, ne? Aber naja, die Rampe passt eigentlich. Oh, da unten liegt auch schon einer. Oh, super. Wo ist denn der jetzt? Okay, lass mal aussteigen. Was ist denn da jetzt drinne? Der Sauerstoffgenerator, aber den konnte man ja rausnehmen, hatten wir gesagt. Und sag jetzt nicht, ne, ist eine Feststoffdüse. Okay, die ist nicht schlimm, die kann auch hier liegen bleiben. Ich dachte schon, ne? Das Lager wollen wir dann da reinstecken. Wenn ich jetzt hier das betrete, warte mal, das passt erstmal. Das kann alles so bleiben, der kann hier stehen bleiben. Und zwei Starts haben wir noch, das ist alles gut also. So, in den Orbitschienen zu anderen Planeten schießen. Würde ich schon mal gleich zu anderen Planeten schießen machen, weil, ja. Wir wollen zurück, aber wir machen das Intro. So, dann sind wir im Orbit und wir wollen nach Silber wieder zurück, oder? Reise nach Silber. Da kommen wir auf unsere Plattform, oder? Will ich hoffen. Starts 0, Kraftstoff 0. Kann ich jetzt nicht mehr?
Oder kann ich noch? Wo ist denn jetzt meine Landeplattform da hinten? Ja, okay, er fliegt noch. Ich hatte schon gerade Sorgen, wir schweben jetzt hier die ganze Zeit im All und das war's, ne? Das wäre ja der Hammer gewesen, oder? Gut, jetzt haben wir natürlich keinen Kraftstoff und null Start. Das heißt, wir müssen jetzt erst wieder eine Dingens bauen, sag schon, eine Plattform bauen. Verlassen. Lag da jetzt gerade was auf der Plattform? Ich glaube ja, ne? Sauerstofffilter lag da, okay. Und wir müssen jetzt das hier raus haben, weil... Warte, das ist ein Feststoffsprungbooster. Ne, den wollte ich nicht. Aber wir werden jetzt erstmal hier die Forschung vorantreiben, denke ich mal. Wo ist er denn? Da hinten? Ne, da. So, der forscht schon mal. Das ist schon mal gut. Und wir hatten zwei davon, meines Erachtens. Aber das ist Exo-Auftragsplattform. Ne, die will ich nicht. Ich will eine zweite Forschungsstation, die ich hier hatte, oder? Vertue ich mich jetzt? Nein, ich hatte zwei Forschungsplattformen hier, Forschungseinheiten, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Speziell, untersuch das nochmal. Okay, das waren die Klamotten, die man da braucht. Gut, die sind jetzt nicht gefordert. Kleines Shuttle betreten. Nein, will ich nicht. Ich will jetzt aber dafür was bauen, dass ich das auf jeden Fall, ja... habe. Aber wo ist jetzt, bitteschön? Ich habe doch zwei gehabt zum Forschen, oder? Vertue ich mich jetzt so sehr? Das ist die Erdzentrifuge. Was ist das hier für ein Ding? Ey, ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen, dass ich schon nicht mehr weiß, dass da ein Chemielabor steht. Ja. Und das Chemielabor sagt mir jetzt, was ich brauche. Kohlenstoff und Kohlenstoff und gibt Schwefel. Und das, und ach, Kohlenstoff, Kohlenstoff und Schwefel gibt Sprengpulver. Okay, wir wollten Sprengpulver wahrscheinlich mal machen. Haben wir jetzt aber nicht mehr auf dem Schirm, ne? Erdzentrifuge brauchen wir gerade nicht machen, nein. Mich irritiert gerade, wie gesagt, das mittelgroße Generator. Da können wir mal gerade Strom dran machen, oder? Ah ne, der braucht gar nicht. Der braucht Kohlenstoff. Haben wir nicht. Gut, das ist schon weiterverarbeitetes Zeug dann. Aber warte mal, da können wir ja den Kohlenstoff gerade hier machen, ne? Dann kriegen wir ja Kohlenstoff, aber der müsste hier auch irgendwo sitzen, oder? Vertue ich mich da. Aluminiumlaterit. Ne, Zinkblende. Haben wir wohl doch nicht alles da. Naja, egal. Wir können jetzt auf jeden Fall gerade sehen, was wir noch machen sollten. Ey, ich muss 5 scannen und nicht 1. Super, oder? Kalidor-Gehäuse scannen, okay. Ich glaube, hier kommen wir gerade nicht so schnell weiter, ne? Eine Landeplattform müssen wir machen. So sieht's aus. Okay. Eine Landeplattform. Ah, der große Drucker haben wir dafür gemacht, glaube. Was haben wir hier noch? Gib einen Glastropod, einen Samen. Fütter deinen Glastropod. Glastropoden können alle Samen fressen. Bevorzugte Nahrungsmittel, erhöhte Vorteile. Warte mal. Das ist eine Forschungsprobe, aber das ist ein Samen. Warte, der war ja da hinten irgendwo. Dann gehen wir da mal gerade hin und füttern den. Okay. Meine ich auf jeden Fall, ne? Betrachten. Galastropod pflegen. Wie gebe ich denn jetzt was zu essen? Na, so nicht.
Wie gebe ich dem was zu essen? Herkunftsland unbekannt. Astrobot Abtum ist eine invasive Spezies, die erstmal im Jahr entdeckt wurde und Herkunftsland unbekannt. Okay. Eintrachter, trotz meiner Bemühungen schafft Reuer ist immer wieder Rogal, ne, aus seinem Terrarium auszubringen. Ich mache es nicht lieber in einem Mantel. Okay, dieses hier kenne ich aber noch nicht. No, Naro wird sich sicher über mich. Ja. Das war jetzt knapp, aber wir haben es geschafft. So, jetzt. Wie kriege ich das denn dahin? So? Ah! Galastropotpflege. Kann ich das nochmal machen? Nee, will er nicht mehr. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schritt weiter geschafft. Ist hier was Neues dadurch gekommen? Nein, sondern da hinten wahrscheinlich nur. Gut, laufen wir gerade zur Landeplattform und schauen da rein, was sich geändert hat. Ja, hier war nichts, ne? Hier war das Tiefermachung, ein knackiger Koffer. Also da oben ist es. So, QT. Cute, RTG, Cute war das, ne? Das hatte mir der Dralo geschrieben. So, jetzt habe ich dieses Teil da. Ich muss 5 Stück von den Dingern scannen und nicht 1. Okay, das habe ich irgendwo mal schon mal gemacht. Auf die Solo Drucker und fülle einen, ja, okay, platziere Unterkunft auf anderen Planeten, platziere die Landeplattform. Hm? Malachit sammeln, beschaffe von Malachitproben zur biologistischen Bewertung. Malachitproben. Aber ich glaube, Malachit habe ich doch schon, oder? Benutze einen Kompass, um einen Exokoffer zu finden und zerstöre ihn mit Dynamit. Dynamit haben wir noch nicht, da brauchen wir noch Schwefel für. Drucke einen Atmosphärenkondensator, produziere Vollgasressource. Sammle Lithium. Das sind alles so Sachen, die ich schon längst produziere. Schrott, nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Handelsplattform habe ich doch schon, oder? Sperr 100 Schemata im Katalog. Wie viel waren das, habe ich schon? 53, okay. Nun, das ist komisch. Aktiviere eine Portalkammer, okay. Sondern eben Exocares. Prototyp Bergung. Die Solo soll ich einen Fahrzeugdatenschreiber finden. Okay, das ist noch eine Quest, die ich noch bräuchte, ne? Befestige ein kleines Horn am fertigen Terrarium. Habe ich das noch nicht? So, abholbereit, okay. Hä? Das habe ich doch schon gemacht. Der sitzt doch schon da, wo ich bin. Abholbereit. Aber das ist wahrscheinlich wieder mal so eine Geschichte, ne? Der sitzt doch da dran. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt einen zweiten wahrscheinlich sogar gekriegt. Kann das sein? Ah, das ist dieses QRTG. Alles klar. Wäre vielleicht cool, den mitzunehmen. Kann das sein? Weil dann... Der produziert ja immer Sauerstoff, oder wie war das, ne? Ich glaube, den packe ich mal da rein. Die Forschungsprobe... Muss ich jetzt erstmal entpacken, damit ich die dann da wieder reinstecken kann. Reicht die Entfernung nicht?
Da muss er rein. Hat auch wieder geklappt, ne? Gut. Weitere Forschungsproben können wir da hinstecken. Die werden dann ja auch automatisch, glaube ich, genommen. Das ist auch eine Forschungsprobe. Die kann dann da auch hin, auf die anderen Seite. Kriege ich die da hin? Stack den mal darüber. Dann komme ich gleich von der Seite auch noch dran. Weil da ist noch einer, ne? So, dann ist da zu tun mit. Das Teil kann da oben rein. Da ist es jetzt drin. Und jetzt müssen wir noch eine Rakete bauen. Eine Antriebsstufe bauen. Das war die Exo-Auftrag. Wo ist das Teil? Handelsplattform sollte ich bauen, oder? Gebrauchte Feststoff ausschlachten kann man die, okay. Ah, warte mal, dann ist die ja auch leer. Das bedeutet, die kann da auch hin. Zum Ausschlachten. Okay, irgendwie geht das mit dem Ding hier nicht. Modul wandelt schredderbare Gegenstände in Schrott um. Ja, das ist jetzt auch noch nicht so. Jetzt muss ich aber gucken, wo ich die Düse bauen kann und was ich dafür brauche, ne? Hier ist das Chemielabor. Und da ist große Plattform. Okay. Warte, da ist die Handelsplattform. Exochip, Eisen und Wolfram. Das dauert wohl noch. Exo-Auftragsplattform, Harz und Keramik, Handelsplattform, Exochip, Eisen und Wolfram. Wo kann ich das herkriegen? Keine Ahnung, große Plattform. Ah, ne, hier bin ich schon durch. Da gibt es das auf jeden Fall nicht mit der Düse. Mittlere Ressourcenkanister, Kunststoff und Glas. Da muss ich aber erst wieder was machen. Stromverlängerung, Verteiler, mittelgroßer Generator, mittelgroßes Solarmodul, Plattform, Lager, Roversitz, Traktor, Hänger, Feststoffschubdüse, Aluminium und Ammonium brauchen wir da. Aluminium war da hinten irgendwo. Komme ich da von hier aus dran? Ich glaube nicht. Aluminium. Ah. Und Ammonium habe ich doch auch schon hier gesehen, oder? Da ist Ammonium. Ammonium da auch noch dran. Das Decken und F drücken. Und hier Repeat drücken, meine ich, und dann da los, weil das kann ja immer bauen, wenn ich das da reinstecke, ne? Erstmal. So, das haben wir schon mal. Ist auch, glaube ich, sofort fertig. Dauert nicht lange. Auspacken. Dran ersetzen. Kann ich das sehen, wie viel Starts das hier hat? Vierer Kraftstoff 100% passt. Alles gut. Wir haben das Teil da reingebaut. Jetzt ist die Frage, pack den mal mit da rein. Was sollten wir noch mitnehmen? Brauchen wir was da? Das ist die Frage. Was es da nicht gibt. Harz gibt es da. Gemisch gibt es da. Das war jetzt so ein Samen, ne? Kann ich das dem Typen da geben, der da drinnen sitzt in meiner Plattform? Weiß ich gar nicht. Wir können das mal gucken. Das Ding ist da nicht mehr. Das ist also doch das Teil, was jetzt umgewandelt ist. Als ich das neu gemacht habe, oder was, ey? Ich wollte es dann doch besser hier haben, weil da gehört er ja eigentlich hin, oder? So, und den da dran, ist das gut? F betrachten. Den habe ich gepflegt.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das ist jetzt Fall 2. Fall 3 habe ich noch nicht frei. Dies wird mein letzter Eintrag sein. Die Tritonen wird angegriffen. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Ich habe... Jetzt muss ich nur noch einen Knopf drücken. Wer auch immer das lesen mag, bitte kümmere sich um die Kleinen. Ich kann die Tritonen nicht retten, aber vielleicht kann ich sie retten. Galastropod Abdom. Exemplare. Okay, da gibt es wohl mehrere. Ja, hier gibt es noch ganz viele Aufgaben, ne? Ich müsste dieses hier fertig kriegen irgendwie. Ja, weiß ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken. Kann ich noch irgendwas anderes hier machen? Glaube nicht, oder? Altes. Ich kann nur hier auf dieses Panel und dann da noch den füttern und da strich der Strom. Diese Buttons weiß ich auch nicht, wofür die gut sind. Ich will da nicht runterfallen. So, und hier, wofür ist diese Anzeige? Keine Ahnung, ne? Weiß auch keiner. Gut. Das bedeutet erstmal, wir werden schauen, dass wir wieder zum anderen Planeten wahrscheinlich kommen oder zu einem anderen Planeten, weiß ich nicht, DeSolo oder ich fliege woanders hin, bin mir noch nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, was wir machen müssen, muss ich mal überlegen. Nicht machen müssen, sondern was wir mitnehmen müssen, da bin ich mir nicht so ganz so sicher. Die Probe läuft auf jeden Fall. Wir können ja nochmal dann gucken, welche Forschungen hier noch interessant für uns sind, die weiter hierzu. Nee, das war falsch. Das will ich haben, dass wir da noch was freischalten. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.